Ja, hallihallo, ja. Ein kurzes Zwischenvideo, würde ich sagen. Ja, da wir ja ein bisschen Sturm haben, die letzten Tage, ist hier so eine schöne Kiefer umgefallen. Ja, weiß halt nicht. Brennholz draus machen, zu Brettern aufsägen, Fußboden vielleicht für die Saunahütte. Ja, keine Ahnung. Kann man das dafür brauchen, kann man das dafür nicht benutzen? Hatte eigentlich überlegt, Esper um Boden zu machen, weil es so schön warm ist. Oder doch eher Kiefer oder, tja. Wir schauen mal, wir sägen es zumindest mal auf zu schönen 2,5 cm oder ich sag mal 3 cm dicken Bohlen. Ja, und dann werden wir es trocknen und dann schauen wir mal, wofür man es brauchen kann. Aber damit jetzt erstmal losgehen kann, neues Sägewand drauf, weil das jetzige, was jetzt drauf ist, ist stumpf. Wenn ihr Bänder wechselt, immer Handschuhe anziehen. Macht sonst böse Aua, muss ich ehrlich sagen. Normal bin ich kein Freund von Handschuhen, aber bei der Sache ziehe ich auch echt Handschuhe an. Das ist manchmal besser, weil ganz fast ist es passiert. Eingestellt. Wir spannen. Ja, dann kann es schon wieder losgehen. So, das packen wir weg. Und dann geht's los. Ich habe das Gefühl, da kommt nichts Richtiges bei rum, weil Kiefer ist irgendwie so ein krummer Schiss. Im Handy ist ganz besonders Schiss. So, Abfüllung an und Abfahrt. Thank you.
Ja, Planänderung, wir sägen noch einmal in der Mitte durch. Ja gut, hier kann man gut erkennen, sag mal, wie krumm der ist. Jetzt habe ich mich entschieden. Ich säge ihn jetzt einmal noch immer in der Mitte durch, weil dann bin ich eigentlich mal im Mittelpunkt von Bohren. Denke ich mir mal, dann sollte ich zumindest ein paar Bretter rauskriegen. Naja, wir gucken mal, ob es funktioniert. So, dann lassen wir einfach mal so außen vor jetzt liegen. Wir drehen uns jetzt mal einmal auf die Seite. Ja, da mal direkt noch wegkehren und dann.
aussehen tut es auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen. Mit den Ästen und so. Mal überlegen. Mit dem auf jeden Fall jetzt mal zu trocknen. Jetzt sehen wir gerade noch das zweite Stück. Da werden nicht ganz so viele Bohlen draus entstehen. Aber doch noch ein bisschen mal rausbekommen. Ich denke, wenn wir jetzt den Kranz gelassen hätten, wäre es weniger gewesen. Ja, Stamm hier rüber und dann geht es auch schon weiter. So. Machen wir fest. Gerade Kante dran. So. Ja, jetzt hauen wir mal einen Zeitraffer flott rein, weil ja, das kennen wir ja schon alles, war ja eben genauso. Ja, das ist das zweite Stück jetzt sozusagen. Der obere Teil, da sieht man auch, dass der oben am Kopf ziemlich schmal ist. Das ist auch dann, sieht man auch ganz blöd für rauszuschneiden, wenn man da sieht, wenn man da wegschneidet. Das ist dann schon teilweise phänomenal. Ja, jetzt hier ist der Seitenansicht nochmal ganz gut. Naja, so ist das halt manchmal. Was will man machen? Es gibt halt nicht nur wunderschöne Bäume. Ja, jetzt geht es noch einmal 25 raus, also 2,5 cm Boden rausschneiden. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, andere Seite, anderes Glück, ja, sieht man ja schön, 2,5er kommen da immer schön raus. Ja, dann war irgendwann noch mal kurz die Absaugung verstopft, ja, kommt halt auch manchmal vor, wenn man dann auf alles aufpasst. Naja, aber sieht man ja, einwandfrei, neues Sägeband, geht das wirklich wie Butter sozusagen, einwandfrei, ja. Da sieht man, ja, was wieder die Scheißleitung verstopft war, ja, ist halt manchmal leider so. Naja, aber es läuft zumindest, einwandfrei dieses Teil. Ja, haben wir sie alle, ja, ihn, alle beide klein bekommen. Ja, jetzt nur mal gucken. Von der Optik her muss ich sagen, gar nicht verkehrt. Also, ich würde nehmen als Fußboden. Was denkt ihr? Kann man das machen oder kann man das nicht machen? Ja, schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video für heute. Da hinten kommt dann als nächstes ein weiteres Video, wie da hinten weitergeht mit dem, ja, mit dem Blockhaus. Nächste Lage, ja. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt dann nicht mehr so ganz so viel stürmisch ist und wir nicht ganz so viele Stämme und so Bäume wegmachen müssen. Ja. Aber hier, der könnte jetzt, ja, ich würde sagen, einen schönen Fußboden geben, oder? Was denkt ihr? Ja, bis zum nächsten Video dann.